und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Es gibt so Momente, da geht einem der Puls. Das sind gleichzeitig die Momente, die man nie mehr vergisst im Leben. Die Führerscheinprüfung, ein Heiratsantrag, bei Fußballprofis der entscheidende Elfmeter. In der Politik ist es die Wahl in ein hohes Amt, wenn die mühsam geschmiedete Koalition steht und sich nun beweisen muss, ob sie hält. Kai Wegner wollte heute neuer regierender Bürgermeister von Berlin werden, mit den Stimmen seiner neuen Koalition aus CDU und SPD. Zweimal ist er durchgefallen. Erst im dritten Wahlgang, als die einfache Mehrheit reichte, hat es geklappt. Ich spreche gleich mit ihm. Erst stellen Stefan Merseburger und Markus Groß den Neuen vor und die gewaltigen Probleme, die auf ihn warten. Kai Wegner, der lang unterschätzte, endlich am Ziel. Die Schornsteinfeger sollen, das ist Tradition in Berlin, Glück bringen. Und das wird er brauchen, Bürgermeister, nur wie. Ein Tag zum Vergessen und trotzdem historisch. Heute um 8.30 Uhr die Limousine gepanzert. Erstmals hat der noch nicht ganz Bürgermeister Personenschutz. Vorfreude und auch Vorahnung. Ja, es ist ein ganz wichtiger, ein ganz bedeutender Tag für mich, gar keine Frage. Und dass ich jetzt gar nicht nervös wäre, das wäre auch nicht die ganze Wahrheit. Die Wahrheit ist, es kommt richtig dick. Erster Dämpfer um kurz vor eins. Ja-Stimmen 71, Nein-Stimmen 86, Enthaltungen eine. Damit ist Kai Wegner nicht gewählt. Die Gesichter lang. Doch damit konnten sie noch rechnen im ersten Wahlgang. Dann der zweite. Ich darf das Ergebnis der Wahl zum regierenden Bürgermeister von Berlin verkünden. Damit ist Kai Wegner nicht gewählt. Jetzt herrscht pures Entsetzen. Und zwischen CDU und SPD beginnt die Suche nach den Abweichlern. Schuldig ist natürlich der andere. Aus Teilen der SPD ist ja auch kommuniziert worden, dass Kai Wegner für sie ein Problem ist. Und da mache ich das ein Stück weit auch fest. Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass Kai Wegner jetzt in diesen Minuten seine Reihen schließen kann. Wahlgang 3, das Ergebnis kommt um 4:45. Kai Wegner ist damit zum regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. Und trotzdem will keine Freude aufkommen. Was für eine Hängepartie. Und es kommt noch schlimmer. Die AfD behauptet, Wegner gewählt zu haben. Eine Finte? Tatsache? Beides möglich. Zu beweisen ist weder das eine noch das andere. Dass Kai Wegner den Verdacht nicht mehr los wird, dass er jetzt mit den Stimmen der AfD zum regierenden Bürgermeister gewählt worden ist, das hätte Schwarz-Rot niemals riskieren dürfen. 86 Stimmen hat diese Koalition und 86 Stimmen haben heute dann am Schluss mit Ja gestimmt. Ich glaube, dass die AfD hier chaotisieren will. Die AfD ist keine demokratiefreundliche Partei. Wie immer es auch gewesen sein mag, dieser Senat hat sich selbst verschuldet in eine heftige Krisensituation manövriert. Dass es keine Liebesheirat werden würde, war von vornherein klar. Aber so viel Qual? Dieser Start ist ein Desaster. Da hilft auch kein Lächeln. Die Bundesregierung will mehr ausländische Fachkräfte nach Deutschland holen und die Hürden dafür senken. Heute hat der Bundestag über den Gesetzentwurf dazu debattiert, und zwar kontrovers. Die Ampelkoalition plant ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild. Die Union kritisierte unter anderem, dass damit eine Einwanderung der Minderqualifizierten gefördert werde. Arbeitsminister Heil verteidigte das Vorhaben und betonte, dass alles getan werden müsse, um dem Arbeitskräftemangel zu begegnen. Nach ihrem Evakuierungseinsatz hat die Bundeswehr den Sudan wieder verlassen. Im Rahmen der Rückverlegung konnte die Luftwaffe weitere 65 Menschen in Sicherheit bringen. Unterdessen setzen einige Länder die Evakuierung fort, vor allem per Schiff. Im Sudan selbst gehen die Kämpfe trotz vereinbarter Waffenruhe zwischen Armee und RSF-Miliz weiter. Die USA und die Afrikanische Union haben in dem Konflikt ihre Vermittlung angeboten. Nach der Amok-Tat in einer Hamburger Gemeinde der Zeugen Jehovas, bei der im März 7 Menschen getötet wurden, wird nun gegen einen Mitarbeiter der Hamburger Waffenbehörde ermittelt, wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Laut Generalstaatsanwaltschaft soll der Behördenmitarbeiter über den Sportschützenverein des Täters Informationen über dessen psychischen Zustand erhalten haben. Statt diese weiterzugeben, empfahl er daraufhin offenbar, ein anonymes Schreiben an die Behörde zu senden. Auch gegen 3 Mitglieder des Vereins wird ermittelt.
wegen des Anfangsverdachts der Falschbeurkundung im Amt. Der mutmaßliche Angreifer, der vergangene Woche in einem Duisburger Fitnessstudio 4 Menschen mit einem Messer schwer verletzt haben soll, steht unter dringendem Tatverdacht, bereits Tage zuvor einen 35-Jährigen erstochen zu haben. Das hat die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt. Grundlage seien DNA-Spuren, die abgeglichen werden wurden. Der 26-jährige Syrer sitzt in Untersuchungshaft. Erst am Dienstag hatten die Ermittler bekannt gegeben, dass es bei der Tat in dem Fitnessstudio Hinweise auf ein islamistisches Motiv gebe. Jetzt zurück nach Deutschland und einem Problem, das wir ja alle hier spüren und das sich jetzt mit konkreten Zahlen belegen lässt, Hanna. Ja, trotz Lohnerhöhungen konnten sich die Deutschen im vergangenen Jahr deutlich weniger leisten als bisher angenommen. Laut dem Statistischen Bundesamt sind die Reallöhne 2022 um ganze 4% gesunken. Das ist stärker als gedacht. Valerie Haller, was sind die Gründe dafür? Also der wichtigste Grund ist die hohe Inflation. Die Menschen mussten deutlich mehr für Energie und Nahrungsmittel ausgeben. Und da bleibt am Ende des Monats natürlich weniger übrig vom Lohn, deutlich sogar. Die Reallöhne sind so stark geschrumpft wie noch nie seit Beginn dieser Statistik im Jahr 2008. Das liegt aber auch daran, dass das Statistische Bundesamt nun auch kleinere Betriebe, Auszubildende und Altersteilzeitbeschäftigte erfasst. Ja, und deswegen stiegen die Monatsverdienste dieses Mal deutlich geringer als noch nach dem alten Konzept. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Die Verbraucherpreise sind 2022 um 6,9% gestiegen, die Löhne aber nur um 2,6%. Die Inflation frisst das Lohnplus also mehr als auf. Bedeutet Schrumpflohn. Seit 3 Jahren geht das schon so. Spürbar besser wird es dieses Jahr wohl kaum, selbst wenn höhere Löhne zu erwarten sind oder schon ausgehandelt wurden. Denn die Inflation wird zwar weniger, aber aller Voraussicht nach nur sehr langsam und spürbar erst im kommenden Jahr. Laut IFO-Institut will noch gut jedes 5. Unternehmen in den kommenden Monaten die Preise erhöhen. Noch ein Blick auf den DAX. Der Tritt auf der Stelle endet praktisch unverändert. Auch gute Quartalszahlen hier in Deutschland konnten dem DAX nicht auf die Sprünge helfen. Vielen Dank, Valerie. Nach Frankfurt. Vor dem Hintergrund einer Debatte um familiäre Verflechtungen wichtiger Mitarbeiter von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck will das Ressort die Neubesetzung eines Postens überprüfen. Konkret geht es um den Vorsitz der Geschäftsführung der Deutschen Energieagentur. Wirtschaftsstaatssekretär Greichen habe Habeck zu Wochenbeginn darüber informiert, dass der neue DENA-Chef Schäfer sein Trauzeuge war. Habeck habe daraufhin um interne Prüfung gebeten. Bei vielen Selbstzahlerleistungen in Arztpraxen, sogenannten Eagle-Angeboten, gibt es aus Sicht von Fachleuten weiterhin Zweifel am medizinischen Nutzen, auch bei neuen Angeboten mit Blick auf Post- und Long-Covid-Beeinträchtigungen. Insgesamt 55 Zusatzleistungen hat der Eagle-Monitor bewertet. Bei keiner von ihnen wurden Belege für einen positiven Nutzen gefunden. Als tendenziell negativ oder negativ wurden 29 Angebote bewertet, darunter Ultraschalluntersuchungen der Eierstöcke und der Gebärmutter zur Krebsfrüherkennung. Nach 3 Jahren Corona-bedingter Pause findet in Leipzig wieder die Buchmesse statt. Am Morgen öffnete sie ihre Tore für Besucher und Fachpublikum. Und 2000 Aussteller aus 40 Ländern nehmen an dem Frühjahrstreffen der Buch- und Medienbranche teil. Gastland ist Österreich. Die Messe sowie die parallel dazu laufende Manga-Comic-Con und das traditionelle Lesefest Leipzig liest dauern bis Sonntag.